Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anti-Material Energy. Wir haben ein paar merkwürdige Quests offen und wir haben noch einiges zu tun. Einen kleinen Nachtrag, die Wasserquelle funktioniert schon. Man muss einfach nur in der Mitte mal kurz einen Block reinsetzen und dann den Block wieder wegnehmen und dann funktioniert das. Zumindest war es bei mir gerade so. So, ein paar Karotten habe ich noch angepflanzt, Sugarcanes habe ich abgeerntet. Ab und zu Bäume und hier unten habe ich ein bisschen ausgehöhlt. Ja? Dabei ist mir leider meine Spitzhacke kaputt gegangen. Na gut, aber die Spitzhacke kann man ja reparieren, wenn man weiß, wie es geht. Und zwar, man sieht, es ist eine Anti-Material Pickaxe, die ist broken. Und wir brauchen einfach einen Anti-Block, um sie wieder zu reparieren. Cool, sehr schön. So, haben wir die Spitzhacke. Kann man mal ganz kurz noch den Rest hier noch abernten. Die Säule hier zumindest. Wir werden in nächster Zeit noch mal ein bisschen mehr wahrscheinlich abernten müssen, aber das werden wir dann sehen. Also ernten ist vielleicht falsch ausgedrückt. So, dann hatten wir eine Quest offen. Hier, Potato. Und man findet das in einigen Farben, stand da drin, oder in Gunpowder. So, jetzt können wir nämlich zwei Sachen gucken. Da kommen wir gleich noch dazu. Gunpowder. Das hier. Wird hergestellt aus Niete, Suppe, haben wir ja alles da nicht. Nämlich gar nichts davon. Oder, ja, da ist Henne- und Ei-Problem, ne? Potassiumnitrate können wir nicht herstellen, ohne Potassium zu haben. Und Sulfur haben wir auch nicht. Also können wir mal hier konkret vergessen. So, aber es gibt eine Möglichkeit und zwar. Fangen wir anders an. Die Nitrat, die, das Potassium. Potassium, hier. Wird hergestellt zum Beispiel aus Potassium-Dichromat. Wenn man hier mal ein bisschen durchblättert, sieht man Orange Dye. Orange Wool. Und dann haben wir hier irgendwo Rock Wool. Nein, 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 nein. Irgendwo haben wir es dann. Ein Anti-Block in Orange. Und da kommt Potassium-Dichromat raus, wenn man den hat. So, und wie kommen wir an den? Jo, indem wir Anti-Blocks färben. Henne-Ei-Problem? Nein. Denn man kann das Ganze chiseln. Und das probieren wir jetzt einfach mal. Wir müssten einfach nur einen Anti-Block, die Farbe oder die Farbe, eigentlich egal, chiseln und dann müsste man eigentlich Orange rausbekommen. So, jetzt ist noch eine Sache, wie kommen wir an Eisen ran? Der Kompass wird hergestellt aus Eisen. Und damit kriegen wir hier Eisen. Wunderbar. So, 16 Eisen haben wir. So, und davon brauchen wir 16 Stück. Die uns genau einen Barren geben. Jawohl. Das restliche Eisen können wir einmal mal da dazulegen. Übrigens, Eisen haben wir hier nicht noch irgendwo, ne? Iron, Magnesium, Titan, das kommt dann gleich noch. So, dann haben wir das. Dann brauchen wir noch ein bisschen Holz. Holz haben wir am Mann. Weil wir brauchen noch einen Stick. Einen Stick. Einen. Gut, ein Stick und ein Eisen ergibt einen Chisel. Jetzt gucken wir mal, ob meine Theorie stimmt. Chisel. Wir nehmen den weißen. Und nehmen uns Orange raus. Mal gucken, ob das funktioniert. Potassium Dichromat. Okay, Entschuldigung. So. Das haben wir. Und jetzt müssen wir noch gucken, wie man an das Potato rankommt. Potato. Potacken. So. Potacken werden hergestellt aus Wasser, Potassium und Zellulose. Zellulose können wir sowieso gleich mal herstellen. Das macht sich ganz gut. 8 Wasser, 2 Potassium. 2 Potassium haben wir. Wasser haben wir ein bisschen hergestellt gehabt. Da haben wir noch 2 Stück da. Da brauchen wir noch 8. Also noch 6. Haben wir noch Zellulose irgendwo da? Nö, sehe ich jetzt gerade nicht. Okay, macht nichts. Zellulose können wir uns ganz einfach herstellen, indem wir Holz da reinpacken. Und dann haben wir Zellulose. Jawohl. So, nochmal schnell gucken. Ein Zellulose und dann brauchen wir ein bisschen Wasser. 8 Wasser. Haben wir noch so viel da, dass wir uns 8 Wasser herstellen können?
Nein. Acht Wasser. Dann brauchen wir davon einen Stack davon und einen halben Stack davon. Und dann können wir uns davon mal ein bisschen Wasser herstellen. So, da. Wasser, Stoff und Sauerstoff. Zwei Wasserstoff. Ein Sauerstoff ergibt Wasser. Und davon brauchen wir noch sechs Stück. So, dann haben wir das. Und dann können wir das dann das wegpacken. Dann brauchen wir hier die acht Wasser. Die zwei Potassium. Und einmal Zellulose. Und haben eine Kartoffel. So, jetzt eine Kartoffel. Huhu, wir haben eine Kartoffel, wir haben eine Kartoffel. Und kriegen. Jo, toll, eine verschimmelte. Habe ich keinen Platz mehr im Inventar? Eigentlich schon. Ach, wir brauchen fünf. Na gut, okay. Na gut, fünf, das lässt sich dann züchten, hoffe ich. So, warum habe ich eigentlich gleich zwei weggemacht? Naja, weil ich wieder großzügig denke. Okay, haben wir noch die Gießkanne da? Ja, haben wir da, wunderbar. So, dann wollen wir hier mal ein bisschen unsere Karotten und andere Geschichten kurz wegen gießen. Das geht ja dann damit ein bisschen schneller. Theoretisch und praktisch vielleicht auch irgendwann mal. Ja, gut, okay. Bauen wir einfach mal hier ab. So, wie viel haben wir denn bekommen? Oh, wir haben wieder genügend Setzlinge bekommen. Sehr gut. Setzling-Drop-Chance ist bei Birke ziemlich bescheiden. Du siehst. Akazie, okay. Akazie sieht immer etwas komisch aus. Und die ist auch sehr langsam gewachsen. Und ich wollte jetzt nicht ganz so viele unterschiedliche Holzarten haben, deswegen gehe ich jetzt hier erstmal nur auf Birke und Oak. Ja, es ist im Endeffekt auch egal, was wir da nehmen. So, packen wir das Zeugs mal da rein. Die Zellulose packen wir auch mal da rein. Apropos Zellulose ist übrigens wunderbare Geschichte. Burntime 65, ne? Und wenn man dann das Zeugs zerlegt. Nehmen wir mal 8. Haben wir hier noch irgendwas Brennbares drin gerade? Nein. So. Also wir merken uns Burntime zum einfachen Rechnen 650. Dauert noch einen kleinen Moment. Haben wir gleich. Noch einen kleinen Moment. Gleich fertig. So, jetzt haben wir hier 200 mal 60. 64 mal 100 und 36 mal 100. Abzüglich natürlich dem Zerlegen. Wir können mal ganz kurz gucken, was das gekostet hätte. Oder was es gekostet hat. Chemical Decompo, oh, sagt uns leider nicht. Blöd. Sagt uns leider nicht, aber egal. So, jetzt schauen wir mal, wie viel haben wir hier noch drin? Da haben wir noch 56 Kohlenstoff drin. Das heißt, wir können den Kohlenstoff, Carbon und das Hydrogen, Wasserstoff, hier problemlos reinpacken und können dann noch mal ein bisschen unsere Survivalist-Generatoren ein bisschen betreiben. Wunderbare Geschichte. So, und warum habe ich das da hier jetzt von unten drauf geholt? Deswegen, weil ich das Zeug zerlegen will. So, und das da legen wir gleich noch mal rein. Da haben wir ein bisschen Silikon bekommen, oder bekommen ein bisschen Silikon und andere wertvolle Stoffe. Denn die brauchen wir nämlich alle für die andere Quest da oben. Da unten, Entschuldigung. Wir brauchen Cobblestone 1. Gut, Cobblestone 1. Schauen wir mal, wie der hergestellt wird. Cobblestone. Hier. Chuck, Cobblestone. Kann man mit Sicherheit auch synthetisieren. 2 Silikon und 4 Oxygen. Ergibt 16 Cobblestone. 2 Silikon. Wie viel machen wir da? Oxygen. Na, schmeißen wir die mal da rein und nehmen uns einen Stack hier raus. So, dann können wir das da oben reinpacken, nachdem wir die Kartoffel wieder rausgenommen haben. Silikon und Oxygen. Ein Silikon und 2 Oxygen. Moment, war das falsch? Moment. 2 Silikon und 4 Oxygen. Entschuldigung.
2 Silikon und 4 Oxygen. Gut. Dann können wir uns hier einmal, zweimal, dreimal, viermal. Wunderbar. Haben wir ein bisschen Cobblestone bekommen? So, while Silicon is, I can also make Cobblestone, which I can decompose to get trace amounts of elements. So, und jetzt können wir dann quasi den ganzen Cobblestone, den wir haben, unten wieder zerlegen. Und um zu sehen, was wir da rauskriegen, nehme ich einfach mal alles hier raus. Wir packen mal einen ganzen Stack rein. So, lassen wir mal durchlaufen. Packen wir das dann da rein. So. Und wir sehen hier schon, oh ja, da kommt schon ein bisschen was raus. So. Währenddessen können wir hier nochmal. 1, 2, 3, 4. So, so viel können wir herstellen. Dann lassen wir die einfach mal hier durchlaufen. Geht ja relativ schnell. Ja, einmal. Zweimal. Oh, schneller. Dreimal. Und viermal. So, haben wir jetzt alles, was wir brauchen? Magnesium 5. Haben wir nicht so viel? 4. Toll. Wir brauchen ein bisschen Silikon und Oxygen. Silikon haben wir noch 16. Und Oxygen haben wir noch genug eigentlich. Aber dann nehmen wir was einen halben Stack dann mit. Weil dann geht das auch wieder auf. Silikon. Hatte ich noch was in der Tasche? Egal. So. Einmal. 2 Stacks. Hm? Schauen wir mal, ob das reicht. Und nochmal ein. Schauen wir mal. Ach, wir haben schon alles beisammen. Und kriegen dann nochmal 10 Eisen. Und einen Spotloader. Und ein Reward Bag. So. Nachdem wir jetzt hier alles mögliche... Moment. Nehmen wir hier wieder raus. Packen gleich wieder in die Kiste hier rein. So, schön aufgeräumt hier alles. Wunderbar. Dann packen wir das und das und... Oh, da schmeißen wir auch mal rein. So, schauen wir mal. Da hat sie jetzt aufgetan. Stone. Seeds. Smashing Rocks. Okay. Dazu machen wir aber zuerst mal den hier auf. 64. Tschüss. Whatever. Wir das mal irgendwann brauchen werden. Wir werden sehen. So. Eine Quest können wir uns angucken. Stone. Smelting cobble leaves it in a more refined state. The chemical decomposer can obtain even more trace elements without wasting as much. Jo. Wir sollen sie brennen. Okay. Dann nehmen wir uns nochmal so viel mit. Machen uns hier einen ganz schnöden Furnace. Den stellen wir mal dahin. Dann brauchen wir noch irgendwas, was brennt. Und da haben wir hier in der Kiste noch ein bisschen was. Nicht Chlorin, dann hier Carbon. Zack. Carbon haben wir. Apropos, wir sollten uns hier noch... Haben wir noch zwei? Haben wir noch Silikon da? Zwei noch, das ist nicht viel, aber okay. Dann muss das jetzt vorerst erstmal reichen. Mehr geht gerade nicht. Aber gut, wir können ja dann noch mehr abbauen. So, Carbon können wir unten reinpacken. Cobblestone 32 packen wir da rein. Brennt. Wunderbar. Dann können wir hier mal wieder weiter abbauen. Na, da ist ein Setzling. Einer. Super. Und hier... Oh, da kamen jetzt aber viele Setzlinge raus. Sehr brav, sehr brav. Na, bei Oak scheint es besser zu funktionieren. Da scheint die Droprate besser zu sein. So, packen wir die mal wieder gleich dahin. 2, 3, 4 und 5. Jawohl, Hammer. Können wir dann die überschüssigen Setzlinge gleich mal da hinten reinpacken. Genau. Und den Koppel packen wir wieder rein. Der Ofen macht solche Geräusche? Okay. Da unten ist nichts, oder?
Und das dürfte alles sauber ausgeleuchtet sein. Okay. Ja gut, wir sagen 7, warten wir noch einen ab. Und dann packen wir mal die 8 Stück einfach mal da rein. Und dann vergleichen wir mal, was er uns so erzählt hat. 8 Stück. Okay, 8 Stück. Hier rein. Ja, ich hätte gesagt, also die Auswahl ist... Naja, besser weiß ich jetzt nicht, ne? Gut. Bis zum nächsten Mal werde ich da unten noch ein bisschen Anti-Material in Grau abbauen. Jetzt wissen wir ja, wie wir die Pickaxe reparieren. Werde ich hier noch ein bisschen farmen. Nicht viel, aber ein bisschen. Und ja, vielleicht werde ich noch ein bisschen Cobblestone ein bisschen zerlegen, dass wir ein bisschen mehr Material haben. Ein bisschen mehr. Weil ganz so viel haben wir natürlich noch nicht, ne? Wir können auch mal noch, während wir hier noch sind, einfach mal das da alles mal rauspacken. Und Silicon Dioxide. Moment. Wie viel kriegen wir da raus? 24. Na, das ist doch wunderbar. 24. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Sauerstoff. Und... Ball. Haben wir nochmal einen Stack. Den Stack können wir nochmal locker hier durchbrennen. So. Und dann können wir die da reinpacken. Und dann kriegen wir noch mehr Material. Genauso werde ich jetzt in den nächsten Tagen verfahren quasi. Und werde noch ein bisschen Material hier schmelzen. Und ein bisschen Cobblestone und Stone hier durchjagen. Wir gucken einfach mal Usage. So, was kriegen wir denn da alles raus? Na, wo haben wir es denn? Da, chemical decomposer. Eisen, Magnesium, Titan, Blei. Ne. Ja, okay. Magnesium, Titan, Blei. Und im Gegensatz zu, schauen wir uns mal ganz kurz Stone an, ob sich das auch wirklich lohnt. Hier haben wir eine 10%ige Chance. Drehen wir mal. Ah, guck mal andersrum. Da haben wir eine 20%ige Chance, ne? Titanium. Oh, Aluminium habe ich vorher nicht gesehen. Kommt da noch was anderes raus? Anscheinend außer den Sachen so gut wie nichts. Okay. Okay. Gut. Aber wir sehen, Stone lohnt sich mehr und an Brennstoff hierfür. Und hierfür kommen wir hier rüber ran. Auch kein Problem, ne? Gut, dann werde ich das mal bis zum nächsten Mal ein bisschen laufen lassen. Sprich, machen. Und dann würde ich sagen, melde ich mich dann wieder bei der nächsten Folge. Bis dahin, wenn euch das mit dem Anti-Material Energy gefällt, ist ein bisschen chemisch, aber ich finde es eigentlich ganz cool, die Idee. Dann gebt mir noch einen Daumen nach oben, ein Like oder ein Plus 1. Ihr könnt mir auch gerne Kommentare schreiben, die helfen mir auch sehr viel. Wie gesagt, mich interessiert, wie euch dieses Modpack gefällt und ob ihr noch mehr davon sehen wollt. Ne? Bis dahin würde ich sagen, macht's gut, habt noch eine schöne Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!